Herzlich willkommen zu dieser kleinen Yoga-Session. Ich bin Tobias von Yoga Privé. Freue mich, dass du mir deine Zahntorte schenkst. Herzlich willkommen nochmal und Namaste. Ja, worum geht es in diesem Yoga-Video? Es geht um das Thema Balance finden. Wir denken da natürlich immer bei dem Wort Balance erstmal an was Körperliches, also so diese berühmt-berüchtigten Gleichgewichtshaltungen. Völlig zu Recht übrigens, denn die sind ein Teil dieser Yoga-Praxis natürlich auch. Aber ich möchte mit dir auch über das hinausgehen, was wir so an Balancehaltungen machen können und auch auf anderen Ebenen das Thema Balance ansprechen. Beispielsweise in der Wahrnehmung, also im Gespür des Geistes, eine Balance finden zwischen Aktivität und Ruhe. Wir versuchen beides zu vereinen, nicht nur in eine Richtung zu gehen, also nicht zu viele Gedanken zu haben, aber auch nicht einfach zu ermatten und zu träge zu werden, sondern Aktivität und Ruhe zu vereinen. Und wir probieren auf Ebene der Atmung die Einatmung und die Ausatmung in eine bestimmte Balance oder ein bestimmtes Verhältnis zu bringen. Und schauen dann, was dieses Thema dann am Ende dieser Stunde so bewirkt hat. Ja, Balance im Körper wird ein Teil dieser Praxis natürlich sein, wie schon gesagt. Und die einen von uns mögen es, die anderen eher nicht so. Das ist okay. Das ist immer ein Thema, Balance. Und besonders, wenn es für dich ein Thema ist und du dich da eher drumherum drückst, weil es vielleicht nicht so schön ist, so stabil zu stehen, wie andere das machen können, dann versuch das trotzdem. Ja? Also lass uns immer an den Dingen uns ausprobieren und das üben, was nicht gleich auf Anhieb so schön passt und Erfolg verspricht, sondern lass uns daran arbeiten. Und wenn du einen Modus findest, wenn du in Balance bist oder in Balancehaltungen bist, dann einen Modus, das nicht zu kontrollieren, das funktioniert ja nicht. Also wir können Balance nicht so willentlich erzeugen. Ich will jetzt, ich muss aber, ich muss hier stehen und ruhig werden und nicht umfallen. Ja, das klappt nicht. Versuch eher so einen anderen Modus zu finden, das so ein bisschen leichter zu nehmen, mit ein bisschen mehr Lockerheit oder Offenheit oder auch ein bisschen Humor. Und was soll schon passieren, ja, wenn du mal die Balance verlierst? Es ist halt schön, das nochmal aufzubauen und wieder neu zu probieren. Das ist doch wunderbar. In dem Sinn, lass es uns probieren. Lass uns Balance finden, uns ausbalancieren. Die Matte erstmal ausrollen und starten. Okay, wir treffen uns im Vierfüßler für den Start in diese Yoga-Praxis. Und wenn du hier angekommen bist, es dir eingerichtet hast, dann fächer die Finger auf, drück die Fingergrundgelenke sanft in die Erde und komm jetzt in den Katzenbuckel. Schieb die Hände sanft nach unten, heb dich zwischen den Schultern heraus, roll den Kopf ein, bring den Blick Richtung Beine oder Becken oder Bauchnabel, ganz rund im Rücken. Dann der Pferderücken, kipp dein Becken nach vorn, tauche Wirbel für Wirbel mit dem Rücken ein. Wander Richtung Schultern, tauch da ein und heb dann am Ende das Brustbein an und bring den Blick nach vorn. Komm wieder zurück, Steißbein schiebt nach hinten runter, die Lendenwirbelsäule ziehst du hoch, der obere Rücken folgt. Dann den Kopf einrollen, Rücken rund machen. Wieder zurück in den Pferderücken, vom Becken beginnen, Becken nach vorn kippen, von der Lendenwirbelsäule eintauchen, zur Brustwirbelsäule eintauchen, am Ende den Kopf heben. Ja, mach das für dich weiter. Beginn immer am Beckenbereich und lass eine Bewegung durch den Rücken Richtung Kopf entstehen. Und wenn wir uns dem Thema Balance nähern, dann ist es ja immer ein Ausgleich. Ja, also wir finden zu einer Mitte. Und wenn wir das hier in die Bewegung integrieren, dann versuch die Bewegungen auszubalancieren, sodass du vom Katzenbuckel zum Pferderücken und umgekehrt vom Pferderücken zum Katzenbuckel ähnlich viel Zeit dir gönnst. Ja, bring das in eine Balance, ein Gleichgewicht. Und nimm das Atmen hinzu. Wenn du in den Katzenbuckel kommst, dann atme sanft aus. Und wenn du in den Pferderücken kommst, dann atme sanft ein. Ja, auch hier schau für dich, dass nicht das eine schneller ist als das andere, sondern du beides harmonisierst. Gleich lang einatmest
gleich lang ausatmest. Gut, mit dem nächsten Ausatmen bitte in die Position des Kindes. Senk dein Gesäß Richtung Fersen, leg dich auf die Oberschenkel, lass die Arme nach vorne ausgleiten. Gut, Finger immer noch auffächern. Jetzt wandern mit beiden Händen nach rechts. Wir gehen aus der Mitte heraus nach rechts, der Oberkörper folgt nach rechts. Jetzt merkst du, wir sind nicht mehr so wirklich im Gleichgewicht, also rechte und linke Seite machen was ganz anderes. Rechte Seite wird komprimiert, die linke Seite wird lang, schickt da die Atmung hin in den Raum der linken Seite. Und spür die Länge, die hier entsteht. Wenn du mehr möchtest, dann kannst du mit der linken Hand weiter zur rechten Hand wandern. Immer nur so weit, wie es sich wirklich angenehm anfühlt. Spür die Größe, die Länge der linken Seite. Auch die Atemräume dort. Und krabbel wieder zurück zur Mitte. Und da ist jetzt ein Unterschied. Das ist sowieso oft so, dass wir in der einen Körperhälfte was anderes spüren als in der anderen oder die eine beweglicher oder kraftvoller ist als die andere. Das ist ganz normal. Jetzt ist sicherlich die linke Seite anders als die rechte. Und daher schenkt mir auch die rechte Seite die Möglichkeit, diese Erfahrung zu machen. Wander mit beiden Händen nach links dementsprechend. Folge mit dem Oberkörper Richtung linkes Knie. Komm dort an, wo du das Gefühl hast, dass die gesamte rechte Seite sich angenehm lang strecken kann. Geh nicht zu weit, mach aber auch nicht zu wenig. Finde genau das Passende. Spür die Atemräume in der rechten Seite. Atme da bewusst dahin. Erfahr die Länge der rechten Seite. Wenn du mehr magst, dann wandere mit der rechten Hand weiter zur linken. Und krabbel dann wieder zurück nach vorn, zurück zur Mitte. Und dann nimm nochmal wahr, die rechte Seite und die linke Seite. Dann komm wieder hoch in den Katzenbuckel, gleite zum Pferderücken und jetzt zum abwärts schauenden Hund. Stell die Füße auf, schieb die Hände nach unten und zieh dein Becken nach hinten hoch. Dann senk die Knie wieder ab, komm in den Katzenbuckel, gleite zum Pferderücken und komm zurück zum Kind. Wir nehmen die Atmung mit dazu. Wenn du sanft einatmest, dann komm hoch in den Katzenbuckel und Pferderücken. Das ist ein Atemzug. Ausatmend, der abwärts schauende Hund. Schieb dich ganz in Ruhe hoch. Hände schieben nach unten, Hüfte zieht hoch, Fersen senken sich. Einatmend in den Katzenbuckel, die Knie absetzen, zum Pferderücken gleiten. Ausatmend zum Kind antauchen. Lass dir Zeit. Nochmal eine Runde. Einatmend hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmend, abwärts schauender Hund. Einatmend wieder zurück, Katzenbuckel, Knie sanft absetzen, Pferderücken. Ausatmend, das Kind. Dann mach das für dich noch weiter. Und schau wieder für dich selbst, dass du das so gestaltest, dass Ein- und Ausatmen annähernd harmonisch wird. Also gleich viel Raum und Tiefe bekommt. Und darüber wird die ganze Bewegung viel geschmeidiger, viel stimmiger. Und du bist in einem sehr schönen, runden Bewegungsfluss angekommen. Ja, nochmal den Weg nach oben zum abwärts schauenden Hund. Wir treffen uns dort wieder. Bleib also dort. Und wenn du hier angekommen bist im abwärts schauenden Hund, dann such dir Bewegungen aus, die für dich jetzt schön sind. Das heißt, du kannst da gerne auf der Stelle laufen, eine Ferse hochziehen, die andere tiefer schieben. Auch dein Becken mit schaukeln lassen nach rechts und links. Nochmal dich durch den Rücken hindurchrollen, den Kopf mit bewegen. Also spür für dich, was da jetzt schön ist. Lass so schöne Bewegungsideen durch den Leib strömen. Und dann lass die Bewegung langsam ausklingen. Entdecke eine Form, dann abwärts schauender Hund. Und es ist eine symmetrische Haltung. Rechte und linke Körperseite machen hier das Gleiche.
Streck dich lang aus, schieb beide Hüften nach hinten hoch, senk beide Fersen etwas tiefer. Dann roll dich nach vorne in den hohen Liegestütz und leg dich zur Erde ab. Kannst du gerne erst die Knie absetzen, dann dein Brustbein absetzen, dann dein Becken erden. Jetzt roll beide Schultern weich zurück, zieh dich nach vorne hoch in die Cobra, drück beide Hände nach unten, schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Dann lauf mit den Füßen nach vorn Richtung Hände. Das ist in einer sehr, sehr schon symmetrischen Bewegung. Beide Körperseiten machen immer das Gleiche hier. Lass dich also ganz weich nach unten in die Vorbeuge hineinschmelzen. Dann zieh dich in die halbe Vorbeuge, streck die Flanken nach vorn und entspann dich nochmal in die ganze Vorbeuge nach unten. Dann komm über die Hocker nach oben, breite die Arme aus, streck dich nach oben aus in die Welt und bring dann die Hände zum Herz. Atme hier aus. Einatmend beugst du die Knie an, tauchst da ein, kommst über vorn hoch in die Welt. Ausatmen, beide Arme ausbreiten, verneig dich vor dir nach unten. Einatmen, komm in die halbe Vorbeuge nach vorn, zieh den Brustkorb nach vorn lang. Ausatmen, komm in die ganze Vorbeuge zurück nach unten. Der rechte Fuß jetzt mit dem Einatmen ein großer Schritt zurück. Ausatmen, linker Fuß nach hinten, der Hund. Einatmen, in den Katzenbuckel, die Knie absenken, zum Pferderücken fließen. Ausatmen, zum Kind eintauchen. Einatmen, wieder nach oben kommen, der Katzenbuckel. Der Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. So schauen wir, dass die Atmung gleichmäßig wird. Einatmen, nach vorne in den Liegestütz. Ausatmen, nach unten ablegen. Einatmend in die Cobra gleiten, ausatmend in den abwärts schauenden Hund zurückschieben. Einatmend, den rechten Fuß nach vorn setzen, das Becken tief, Blick nach vorn. Ausatmend, linker Fuß nach vorn, die Vorbeuge ganz weich eintauchen. Einatmend in die halbe Vorbeuge ziehen, die Flanken lang. Ausatmend in die ganze Vorbeuge verneigen. Einatmend, über die Hocke auftauchen, die Arme ausbreiten, streck dich hoch. Ausatmen, bring die Hände zum Herz. Wir beginnen neu, immer ganz harmonisch. Einatmen, eintauchen, über vorn hoch. Ausatmen, in die Vorbeuge verneigen. Lass das so ganz fließend werden. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge verneigen. Schau mal, dass die Ein- und Ausatmung gleich viel Raum bekommt. Einatmen, weit nach hinten mit dem linken Fuß. Ausatmen, mit dem rechten Fuß nach hinten in den Hund. Einatmen in den Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen zum Kind und den Weg wieder hoch. Einatmen, auftauchen, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen in den Liegestütz, ausatmen, legst du dich ab zur Erde. Einatmen in die Cobra rollen, ausatmen in den Hund zurückschieben. Dann der linke Fuß mit dem Einatmen nach vorn. Ausatmen, den rechten Fuß mit nach vorn nehmen, die Vorbeuge schmelzen. Einatmen in die halbe Vorbeuge, streck dich ein bisschen mehr, auch mit den Beinen. Ausatmen, ganze Vorbeuge, weich wieder verneigen. Einatmen, über die Hocke auftauchen, streck dich einmal weit nach oben aus. Ausatmen, bring die Hände zurück zum Herzen. Einatmen, Richtung Knie eintauchen, über vorn hochkommen. Ausatmen, in die Vorbeuge entspannen, nach unten. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen, die ganze Vorbeuge verneigen. Jetzt wieder mit dem rechten Bein einatmen, einen großen Schritt zurück. Becken tief, Blick vor. Ausatmen, linkes Bein nach hinten, der Hund. Einatmen, Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, der abwärts schauende Hund. Und wir verlassen jetzt diese Symmetrie, in der die linke und rechte Körperseite das Gleiche macht, denn jetzt hebst du dein rechtes Bein nach oben, schiebst die Ferse weit weg, streckst die rechte Seite ganz, ganz lang, atme nochmal aus, schieb beide Fersen weg, einatmen, komm in den Liegestütz nach vorn und ausatmen, mit etwas mehr Kraft legst du dich langsam zur Erde ab, lass gerne dein rechtes Bein gehoben, einatmen, in die Cobra gleiten,
Ausatmen, zurück in diesen einbeinigen abwärtsschauenden Mund mit ganz viel Kraft hier ankommen. Rechtes Bein nochmal hochschieben. Einatmen, den rechten Fuß nach vorn schwingen. Becken tief, Blick nach vorn. Ausatmen, linker Fuß nach vorn. Die Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Beide Flanken wieder lang machen. Ausatmend, die ganze Vorbeuge. Weich eintauchen. Einatmen, über die Hocke auftauchen. Bring die Arme nach oben. Ausatmen, bring die Hände zum Herz und die Arme zur Seite. Bleiben noch in der rechten Körperseite. Gehen jetzt etwas mehr in die Balance. Und das ist auch so ein Unterschied zwischen Bewegen und Ruhe, die Balance braucht. Also einmal fokussieren bitte, gerne gegenüber, so einen Punkt anschauen, der dir Halt gibt. Linken Fuß erden, ganz in Ruhe das rechte Knie hochziehen und greife es und halte dich daran fest. Finde Halt an dir selber. Und was du auch gut wahrnehmen kannst, ist, dass wir Balance nicht erzwingen können. Das ist, wie es ist und manchmal klappt es gut, an manchen Tagen eher nicht so. Und zum anderen, Balance ist nie was Festes oder Statisches. Balance ist lebendig. Balance findet sich und sucht sich und braucht Bewegung, um sich auszutarieren. Das kannst du gut spüren. Wir spielen ein bisschen mit diesen Bewegungen, denn jetzt lässt du die rechte Hand am Knie, greifst mit der linken Hand den großen Zeh, kannst einmal so um den Zeh rum einmal umschlingen. Jetzt streckst du den rechten Arm nach oben aus, ganz hoch, 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 hoch und schiebst jetzt das rechte Bein über die Ferse langsam nach vorn. Ja, schau mal, wie weit du hier das Bein strecken kannst. Standbein kannst du gerne ein bisschen anbeugen. Streck dich mal ganz lang, so über die Knochen hinwegschieben. Und jetzt bringst du den rechten Arm nach hinten, drehst dich langsam nach rechts auf. Und nichts erzwingen. Schau, wie es ist. Wenn es nicht so gut klappt, du auflöst, dann kommst du einfach wieder zurück, baust das nochmal neu auf. Das ist eine schöne Gelegenheit. Und dann immer wieder kurz anhalten, spüren, das Gesicht entspannen, den Geist entspannen. Wieder zurück, den rechten Arm nach oben bringen. Rechtes Knie anbeugen, nochmal mit beiden Händen das rechte Knie greifen. Gut, jetzt breite die Arme zur Seite aus und schieb langsam das rechte Bein ganz in Ruhe nach hinten in die Standwaage. Das heißt, der Oberkörper kommt parallel oder gefühlt parallel zur Erde. Rechte Ferse schiebst du weit weg, zieh alle Muskeln Richtung Mitte des Körpers. Standbein leicht gebeugt, wachs wieder in die Länge aus der Kraft der Mitte. Und jetzt setzt du den rechten Fuß ganz langsam nach hinten ab, Standbein gut beugen, rechter Fuß einen Schritt zurück. Einatmen, bring beide Arme nach oben hoch. Ausatmen, dreh dich nochmal nach rechts auf mit dem Oberkörper, auch mit dem Becken, rechte Seite über die linke, also rechts nach hinten. Hinteren Fuß gerne flach absetzen. Einatmen, richte dich auf, verlängere die Flanken. Ausatmen, lass die Arme ausgleiten. Mal einatmen, den Oberkörper aufrichten. Ausatmen, rechte Hand nach hinten aufsetzen, linken Arm über den Kopf nach rechts gleiten lassen, eine Seitbeuge nach rechts. Und linkes Knie zieht nach außen, Beinmuskeln ziehen Richtung Becken, Beckenboden schließt sich und dann drückt nochmal die Füße nach unten. Atmen die linke Seite. Und wenn du einatmest, dann komm wieder zurück. Ausatmen, beide Hände zurück nach unten, hinteren Fuß aufstellen. Ein Schritt zurück, der abwärts schauende Hund. Einatmen in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen zum Kind gleiten. Einatmen wieder hoch, der Katzenbuckel, der Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Drück die linke Hand nach unten, heb dein linkes Bein hoch, schieb beide Fersen weg, atme nochmal aus in die Länge, einatmend, komm nach vorne, hoher Liegestütz, zentrier die Mitte des Körpers, ausatmend, ganz bedacht ablegen zur Erde, einatmend in die Cobra gleiten, linkes Bein gerne oben lassen, ausatmend, schieb dich kraftvoll zurück in den abwärts schauenden Hund, linke Ferse hoch, einatmend, den linken Fuß nach vorn setzen, Blick nach vorn bringen. Ausatmen, rechter Fuß nach vorn,
ganz weich in die Vorbeuge. Einatmen in die halbe Vorbeuge, Flanken lang ziehen, Oberschenkelinnensatten nach hinten schieben. Ausatmen, ganze Vorbeuge, ganz weich verneigen. Einatmen über die Hocke aufrichten, streck die Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, bringst du die Hände zum Herz, wieder die Arme zur Seite. Und nochmal fokussieren, wir verlassen nochmal diese Symmetrie, gehen in die Balance. Rechten Fuß gut erden. Balance ist nicht nur eine Körpersache. In der tiefen Muskulatur Balance ist auch eine Frage des Geistes. Ja, wie gut kannst du dich jetzt konzentrieren und fokussieren? Also schau dir gegenüber einen Punkt an, der dir Halt gibt, auch den Geist darauf fokussieren. Rechten Fuß nach unten drücken, linkes Knie langsam hochziehen, mit beiden Händen halten. Gut, dann wachs nach oben. Ja, spür das Austarieren der Balance und immer wieder daran erinnern, nichts kontrollieren, dich ärgern, wenn was nicht funktioniert. Das ist nicht der gute Weg im Yoga. Sondern eher freuen, naja, dann verliere ich mal die Balance, komme ich neu dahin, kein Problem. Und so entsteht das Lernen und die Erfahrung, mit Balance umzugehen oder auch mit Herausforderungen und Schwierigkeiten umzugehen. Neu probieren. Jetzt lass die linke Hand am Knie, bring die rechte Hand zum großen Zeh, einmal den großen Zeh umklammern mit den Fingerspitzen. Jetzt streck den linken Arm nach oben aus, zieh dich ganz hoch und ausatmen, schieb die linke Ferse von dir weg. Schau, wie weit du dich hier strecken kannst, was hier möglich ist, nimm das an. Rechtes Standbein verwurzeln, vielleicht das Knie ein bisschen beugen, dass es nicht so eingerastet sich anfühlt. Einmal lang werden, über die Knochen ausstrecken. Und jetzt schraubst du dich langsam nach links auf. Ja, wenn du die Balance nicht so gut findest, einfach nochmal neu probieren. Dann wieder hier ankommen. Gesicht entspannen, den Geist entspannen. Tief atmen, tief und gleichmäßig. Und wieder zurück, linken Arm nach oben. Linkes Knie anbeugen mit beiden Händen. Das Knie greifen, halte dich an dir selber. Dann breite die Arme aus und jetzt ganz langsam, der dritte Held, die Standwaage, linkes Bein nach hinten schieben, Oberkörper nach vorn neigen, streck die gesamte Rückseite lang, Standbein gut erden, Standknie etwas anbeugen und nochmal in die Länge strecken, aus der Kraft der Mitte arbeiten. Und jetzt Standbein gut beugen, linker Fuß, ein ganz, ganz großer, ruhiger Schritt zurück. Einatmen, bringst du beide Arme nach oben. Ausatmen, dreh dich nach links auf. Linker Fuß flach nach innen absetzen. Der zweite hält. Einatmen, die Flanken verlängern. Ausatmen, gut erden, die Arme ausbreiten lassen. Nochmal einatmen, die Flanken lang machen. Ausatmen, hintere Hand absetzen, rechten Arm nach oben und nach links, die Seitbeuge nach links. Lass die rechte Seite atmen. Rechtes Knie etwas nach außen ziehen, gut anbeugen. Rechte Flanke atmen lassen. Und wieder mit dem Einatmen nach oben kommen. Und mit dem Ausatmen einen großen Bogen nach unten, Hände aufsetzen, linke Fuß aufstellen. Schritt zurück in den Hund. Wir gehen wieder in die Symmetrie. Rechts und links machen wieder das Gleiche. Komm hier einen Moment an in diesem Asana im Hund. Gib der Atmung Raum und Fülle in der Rückseite. Und dann senkt die Knie ab in den Katzenbuckel zum Pferderücken. Komm zum Kind. Eine kleine Pause hier. Ganz gerne die Handrücken zum Boden bringen. Handgelenke entspannen. In den Rücken atmen. Nun sind wir wieder gelandet am Boden. Und dann komm bitte in den Sitz nach oben. Und bring die Füße nach vorn. Ja, dann gerne mal die Beine ausschütteln. Gut.
Jetzt stell bitte den linken Fuß auf. Greif dir die Wade, zieh die nach außen und dann zieh den Fuß zum Becken. Leg dein linkes Knie nach außen ab. Bring die Fußsohle an die Innenseite des rechten Oberschenkels. So, wir haben die Wade nach außen gezogen, damit das Knie in sich ein bisschen mehr Raum bekommen kann. Und dann atme ein, streck dich symmetrisch nach oben. Und dann atme aus, versetze den Oberkörper ein bisschen nach rechts und komm über das rechte Bein nach vorn. Ja, roll dich sanft ein, komm ganz geschmeidig über den Bein an. Das ist wieder ein Unterschied. Rechts macht was anderes als links. Das kannst du so deinem Rücken spüren. Was ist die linke Seite, linke Unterrücken, ein bisschen mehr in der Länge als die rechte Seite. Nimm die Atmung wahr. Lass in den Rücken fließen. Und dann komm langsam wieder nach oben zurück. Gut, das linke Knie wieder zurück, den Fuß aufsetzen. Lass dein Bein ausgleiten. Zieh das rechte Knie zu dir ran, stell den Fuß auf. Greif die Wade, zieh die nach außen. Fuß bringst du Richtung Beckendamm. Rechtes Knie lässt du nach außen sinken. So, nicht wundern, wenn es hier einen Unterschied gibt. Das ist oft normal zwischen rechts und links jetzt, was die Hüfte und ihre Beweglichkeit angeht. Dann erde dein Becken, richte dich im Oberkörper weich auf und roll dich mit ein bisschen versetzt nach links über das Bein nach vorn. Lass dich hier hineinschmelzen in diese zweite Seite und nimm wahr, wie sich das jetzt anfühlt. Spür den Rückenbereich links und rechts. Auch das Gefühl der Dehnung an den Seiten. Vielleicht ist das gleiche oder ein Unterschied. Und dann kommen langsam wieder nach oben. Das rechte Knie wieder hochziehen, das Bein ablegen und die Beine locker ausschütteln. Gut, dann such dir bitte einen gemütlichen Sitz aus. Wenn du deinen bequemen Sitz gefunden hast, dann machen wir einen kleinen Ausflug zur Atmung und probieren für sie eine Art Balance zu finden. Eine Balance zwischen den Atemzügen, also zwischen der Einatmung und der Ausatmung. Manchmal gibt es da einen Unterschied, je nach Körpergefühl, ja, je nach Tagesform oder je nachdem, wie du dich gerade anfühlst, dein Zustand ist, ist manchmal die Einatmung verlängert oder intensiviert und manchmal ist es die Ausatmung. Im Yoga werden diesen beiden Atemqualitäten unterschiedliche Eigenschaften zugesprochen. Im Yoga wird immer die Einatmung oft als etwas Aktivierendes angesehen, das belebt, das erfrischt, das Kraft verleiht, das Energie schenkt, etwas Aktives. Und die Ausatmung gilt im Yoga oft als etwas Passives, etwas Loslassendes, Abgebendes und führt daher mehr in die Entspannung. Und wir versuchen jetzt mit einer Wechselatmung, die auf einem Zählrhythmus stattfindet, beides, also Einatmung und Ausatmung, in einen gleichen Rhythmus zu bringen und dadurch auszubalancieren, was die Qualitäten angeht oder auch die Eigenschaften der Atmung. Das ist ein Rhythmus, den ich erstmal von außen jetzt setze, ein Zählrhythmus. Wir werden 6 Zählzeiten einatmen, 3 Zählzeiten eine kleine Pause machen in der Atemfülle, dann wieder 6 Zählzeiten ausatmen und 3 Zählzeiten in der Ausatempause verweilen. Es kann für dich passen, wenn du merkst, dass es nicht so gut ist, weil es zu langsam oder zu schnell ist, dann kannst du das auch für dich anpassen.
und mich eher ignorieren. Dann ist es so. Ja. Okay, oder? Eben versuchen, dich drauf einzulassen. Gut. Dann für das Wechselatmen. Wir werden immer eine Nasenseite, einen Nasenflügel verschließen und durch den anderen atmen. Dazu beispielsweise die rechte Hand nehmen und den Daumen für den rechten Nasenflügel. Und wenn du den Ring- und Kleinfinger streckst, dann kann der Ringfinger den linken Nasenflügel verschließen. Ich persönlich mache das nicht direkt am Nasenloch, sondern eher da, wo der Nasenknochen beginnt, da unterhalb, also da, wo noch das weich ist. Ja, dann, das finde ich persönlich stimmiger, das zu schließen, anstatt das Nasenloch zuzudrücken. Also nochmal rechte Seite an den rechte Daumen, rechten Nasenflügel und rechte Ringfinger zum linken Nasenflügel. Dann kannst du dann hin und her wechseln. Okay. Linke Hand gerne zum Atemmudra, da bringst du Daumen und Zeigefinger zusammen und legst die anderen drei Finger lang ab. Das kann sein, dass dadurch die Atmung sich einfach ein bisschen freier anfühlt oder tiefer. Gut, dann nochmal die Technik loslassen, die Augen schließen. Bekomm ein Gespür für dich, richte den Sitz nochmal wirklich stimmig und passend ein. Idealerweise bequem, das heißt, dein Becken kann Gewicht abgeben, die Hüften können sich entspannen, die Beine können sich erden. Sei nach unten entspannt, geerdet und nach oben innerlich sanft und lebendig aufgerichtet. Erfahre eine innere Größe, die dich nach oben trägt, eine innere Leichtigkeit, die dich aufrichtet. Nicht zu angespannt sein, dann wird alles nur fest, sondern wirklich in der Aufrichtung möglichst entspannen. Dann hast du ein aufgerichtetes Körpergefühl, dann kann die Atmung die Atemräume wirklich besser erfüllen. Und wenn der Leib lebendig ist, dann engt er die Atmung nicht ein. Ja, dann kann sie den gesamten inneren Körper frei atmen. Also nimm die Atmung wahr, wie sie jetzt ist, ohne sie zu lenken oder zu beeinflussen. Erstmal nur beobachten. Wann kommt die Einatmung? Wann kommt die Ausatmung? Und wenn die Atemzüge entstehen, dann beginnen sie ein wenig zu verlängern. Atme also etwas tiefer und feiner. Die Atmung als etwas zu erfahren, das sich gleichmäßiger und harmonischer anfühlt. Dann bring die linke Hand zu Chin Mudra, den Atem Mudra, das heißt Daumen und Zeigefinger formen einen Bogen, berühren sich, die anderen drei Finger legst du entspannt und lang ab. Dann bring die rechte Hand zu dir heran, spreiz den Daumen ab, den Ringfinger und den kleinen Finger und klapp die beiden anderen Finger einfach ein. Gut, erstmal noch nichts lenken und leiten, erstmal nur den Daumen an die rechte Nasenseite, Ringfinger zur linken Nasenseite, erstmal hier Kontakt aufnehmen, noch nichts verschließen. Versuche immer wieder die Schultern zu entspannen, das Gesicht und die Gesichtszüge weich werden zu lassen. Die Atmung gleichmäßig und sanft zu gestalten. Und ich werde dich begleiten, gebe dir die Informationen und du bist eingeladen, dem zu folgen oder es für dich besser, harmonischer anzupassen. Ich bitte dich zunächst einmal ganz in Ruhe einzuatmen und in Ruhe auszuatmen. Nochmal in Ruhe, ein bisschen tiefer einatmen und dann in Ruhe fein und tief ausatmen. Jetzt schließt die linke Nasenseite
Atme durch rechts sanft ein, 2, 3, 4, 5, 6. Halte kurz, 2, 3, rechts schließen, links aus, 2, 3, 4, 5, 6. Halte, 2, 3, links ein, 2, 3, 4, 5, 6, halten, 2, 3, rechts aus, 2, 3, 4, 5, 6, halte, 2, 3, rechts ein, 2, 3, 4, 5, 6, halten, 2, 3, links aus, 2, 3, 4, 5, 6, halten, 2, 3, links ein, 2, 3, 4, 5, 6, halten, 2, 3, rechts aus, 2, 3, 4, 5, 6, halten, 2, 3, rechts ein, 2, 3, 4, 5, 6, halten, 2, 3, links aus, 2, 3, 4, 5, 6, halten, 2, 3, links ein, 2, 3, 4, 5, 6, halten, 2, 3, rechts aus, 2, 3, 4, 5, 6, halten, 2, 3, rechts ein, 2, 3, 4, 5, 6, halten, 2, 3, links aus, 2, 3, 4, 5, 6, halten, 2, 3, links ein, 2, 3, 4, 5, 6, halten, 2, 3, rechts aus, 2, 3, 4, 5, 6, halten, 2, 3, rechts ein, das ist die letzte Runde, 3, 4, 5, 6, halten, 2, 3, links aus, 2, 3, 4, 5, 6, halten, 2, 3, links ein, 2, 3, 4, 5, 6, halten, rechts aus, 4, 5, 6, halten und normal atmen, die rechte Hand zurückbringen. Gerne auch zum Atem Mudra die rechte Hand formen, Daumen und Zeigefinger schließen. Dann stell dir noch für ein paar Runden vor, dass du diese Atmung fortführst, ohne jetzt die Nase physisch zu schließen. Aber stell dir vor, das geht genauso jetzt weiter, noch für ein paar Runden, mit deinem eigenen Fluss.
diese Runde noch zu Ende, bis du das nächste Mal rechts ausgeatmet hast. Und wenn das dann geschehen ist, dann atme ganz natürlich weiter, ohne zu lenken oder zu beeinflussen. Lass dann die Atmung frei fließen. Lausch weiterhin deiner Atmung. Wie fühlt die sich jetzt an? Wie atmest du jetzt? Beobachte das für dich. Oft ist auch der Geist jetzt in einem anderen Zustand, der hat sich beruhigt sicherlich. Aktivität und Ruhe vereinen sich. Was bedeutet, dass der Geist das Aktivitätsniveau reguliert? Eine Balance findet zwischen Tun und Geschehen lassen. Zwischen Aktivität und Ruhe. Und der Idealzustand ist ein Geisteszustand, der nicht in die Aktivität geht, also nicht sofort wieder in die Gedanken überspringt, der aber auch auf der anderen Seite nicht zu träge und nicht zu müde wird. Sondern so, dass sich beides vereint, der Geist ruhig wird. Dann steht ein Raum der Stille im Geist. Und dieser Raum der Stille, der sich öffnet, der macht den Geist präsent und wach und klar und neugierig. Ein wacher, klarer und doch ruhiger Geist. Den eigenen Körper wieder wahr, wie er sich anfühlt jetzt. Wie er geatmet wird, wie du geatmet wirst. Dann bring die Hände bitte vor dem Raum des Herzens zueinander für den Ausklang unserer gemeinsamen Erfahrung in der Balance. Und wenn du etwas mitnehmen möchtest, dann mach dir dessen bewusst, mach es dir konkret. Vielleicht ist es ja die Idee, dass Balance, auch wenn sie dich körperlich herausfordert, doch etwas sehr Interessantes ist, dass es sich lohnt zu üben und zu bewahren. Balance führt dazu, Dinge auch mal geschehen zu lassen. Dann harmonisiert sich das oft von selber. Ja, das ist im Yoga, wenn es um Balancehaltung geht, sehr wichtig, das einfach mit ein bisschen Leichtigkeit zu nehmen und schauen zu können, was entsteht. Was soll schon passieren, außer mal zurückzugehen, wieder neu zu beginnen. Mehr passiert nicht. Das zu probieren, das ist doch schön. Im Alltag, wo kann dir Balance da helfen? Zwischen Geben und Nehmen.
Wie viel gibst du der Welt? Wie viel nimmst du von der Welt? Ist da eine Balance oder ist es ein Ungleichgewicht? Gibt es eine Balance zwischen ich bin für andere da oder ich bin nur für mich da? Ist da ein Ungleichgewicht oder gibt es Ideen, wie du das ausbalancieren kannst? Ich möchte dich einladen, dich innerlich ein bisschen zu öffnen. Das heißt, ein kleines Lächeln dir in deinem Geist, deinem Herz, deinem Körper zu schenken. Dich so anzunehmen, wie du bist. Auch das ist ein Teil der Balance und des Gleichgewichts des Lebens. Ich darf so sein, wie ich bin. Ich muss nicht anders sein. Mit diesem Gedanken, ich darf so sein, wie ich bin, ohne anders sein zu müssen. Diesen Gedanken möchte ich dich einladen, diese Stunde zu beenden mit mir. Atme dafür beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann öffne die Arme, breite sie über die Seite nach oben aus. Wenn du ausatmest, dann bring die Hände zueinander, vor die Stirn, den Mund und das Herz. Nochmal einatmen, die Arme ausbreiten, über die Seite nach oben bringen. Ausatmen, alles wieder zur Mitte führen, zum Herzen. Wenn du hier angekommen bist und es magst, dann verneig dich einmal vor dir selbst und für dich selbst mit einem Danke dafür, dass Balance dir immer wieder neue Erfahrungen lehrt, die sich lohnen zu integrieren in die Yoga-Praxis, aber auch in den Alltag. Danke für die Zeit, die du dir schenktest, das Vertrauen, das du fandest zu dir und zu mir. Und wenn du dich wieder aufrichtest, dann lass uns die Augen langsam wieder öffnen. Ich danke dir für die Erfahrung, die du mit mir geteilt hast, das Vertrauen, das du mir schenktest, die Zeit, die du fandest. Ich wünsche dir einen guten Weg voller Balance für die nächsten Tage und freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen beim nächsten Mal. Bis dahin, Namaste.